Hallo, herzlich willkommen. Wir sind heute auf dem Trainingsgelände der Heidelberg Hunters. Heute bei uns Max Dommermuth. Servus. Ein Jugendspieler, der hochgekommen ist zu den Herren. Kommen wir auch gleich zur ersten Frage. Du bist jetzt seit circa 1,5 Monaten bei der Herrenmannschaft. Wie wurde es denn aufgenommen? Recht herzlich. Das war eigentlich selbstverständlich. Ich meine, wir haben viele Events gehabt in den letzten Jahren. Letztes Jahr noch in der Jugendmannschaft, wo wir auch halt mit der Herrenmannschaft in Kooperation gearbeitet haben. Und da hat man halt auch viele kennengelernt. Wir hatten auch einzelne Trainings mit den Herrenmannschaften, also mit den Herrenspielern, die runtergekommen sind und uns halt noch trainiert haben, uns das beigebracht haben. Und ja, an Game Days sieht man sich auch. Worin besteht denn der größte Unterschied zwischen der Herren- und der Jugendmannschaft, vor allem jetzt im Training? Ja, in der Jugendmannschaft war ich nur einer der Größten und, sage ich mal, der Stärksten oder der Schwersten. Und das ist jetzt halt nicht mehr so der Fall. Und jetzt muss man mal gucken und sich halt etablieren, also halt Bestes geben und halt versuchen, naja, nach vorne zu kommen irgendwie. Am Sonntag ist dein erstes Spiel als Herrenspieler. Bist du nervös? Eigentlich nicht. Ich freue mich aufs Spiel, hab Bock zu spielen, will zeigen, was ich kann und ja. Was erwartest du denn persönlich vom Spiel? Hast du ein bestimmtes Ziel, das du erreichen willst, oder einfach rein und Fun haben? Einfach rein und Fun haben, natürlich zeigen, was ich drauf habe, mich beweisen und natürlich wäre cool, im ersten Spiel bei den Herren gleich mal einen Sieg mit nach Hause zu nehmen. Dann danke ich dir fürs Interview und viel Erfolg am Sonntag. Vielen Dank.